könnt raus. Kannst du uns zwischen etwas bepöbeln, wenn wir irgendwas Quatsch Ja, erzählen? okay. Ciao, ciao. Ah, guck mal, bei. Ich habe hier noch Twitch nebenbei laufen, da läuft's schon. Patrick ist passiv drin. Das ist auch okay. So. Jetzt läuft's. Ich guck mal ganz kurz, ob wir schon im Internet sind hier. Auf YouTube müsste man das ja dann auch sehen, wahrscheinlich. aber guck mal, ich kann das auch hier teilen. Pass auf. Läuft. Guck, hier, so sieht das dann aus bei YouTube. So. Irre, diese neue digitale Welt, Alex. Ja, aber guck mal, was ich machen kann gleich. Da geht's ja gleich, geht ja gleich los hier mit dem Wish-Prospekt. Und dann kann ich mich auch einblenden, dann können wir darüber direkt in Zoom diskutieren. Sehr gut. Not bad, ne? So, jetzt geht's aber los. Unser erster Live-Podcast. Wir haben wieder eine gute Stunde Zeit. Wieder Material für 6 Stunden. Mal schauen, was wir schaffen. Und ich hoffe, es hören auch viele Leute zu. Ach, ich muss noch mich einloggen in das... in das Live-Studio. Dann kann ich nämlich auch die Kommentare sehen, die unsere Gäste bei Twitch, YouTube und LinkedIn hinterlassen. Das kommt über Restream oder wo kommt das rein? Restream aggregiert die Kommentare dieser ganzen Portale. Und da kann man das dann, du kannst es nicht sehen, aber ich lese das dann entsprechend vor. Das sieht dann so aus. Ich habe hier quasi so eine Übersicht. Da sehe ich dann, kommen links Kommentare rein. Das lese ich dann entsprechend. So, es sind auch schon ein oder zwei Zuschauer bei Twitch. Also, falls es jemand hier sehen kann im Internet, sagt uns gerne Bescheid. Wir machen das ja live. Nicht, weil das technisch so einfach ist, sondern das hat ganz schön Vorbereitungszeit gekostet. Vielen Dank an dieser Stelle an Patrick, Jeanette und Eileen, sondern wir machen das, damit Leute während des Streams auch Fragen stellen können und wir so ein bisschen darauf eingehen können. Heute geht es um folgende Themen. Wir gucken uns nochmal an, was eigentlich passiert ist aus den diversen Thrasio-Klonen. Da gibt es so 1-2 Updates aus der Szene. Da geht es auch um viel Geld, habe ich gesehen. Dann gibt es endlich das heiß ersehnte Börsenprospekt von Wish und das Börsenprospekt von DoorDash, zwei sehr spannenden Unternehmen. Eins ein bisschen besser, eins vielleicht nicht ganz so gut, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann hatte ich wieder Langeweile am Wochenende und vielleicht können wir damit mal anfangen. Ich sammle ja spannende Sprüche von Innenstadtfans und solche Dinge wie bitte nur 3 Stück mit in die Kabine nehmen und vielleicht hast du es ja gesehen, da hat der Ralf mir geschrieben, ich teile das gleich mal, der Ralf hat mir geschrieben, das wäre wenn man da so eine Kaffeetassensammlung draus machen möchte, ich zeige das hier mal ganz kurz im Stream, wenn man da eine Kaffeetassensammlung draus machen möchte, dann müsste man das die Tassenzone nennen und da kann man diese Sprüche wie online kann nicht inspirieren zum Beispiel abbilden. So, lieber Florian, du bist ja der Experte schlechthin in diesem Markt, wenn es um Aufbau von solchen Systemen geht, wie muss ich mich denn da verhalten? Wo muss ich denn jetzt hingehen, um so einen individuellen Tassenshop zu bekommen? Ist es Sessel? Ist es Spreadshirt? Was ist denn da der letzte Schrei? Ja, also nach meinem Verständnis sollen wir auch Unternehmen aus Deutschland unterstützen. Insofern bin ich natürlich sehr für Spreadshirt. Ja. Spreadshirt? Ja, klar. Spreadshirt ist ja. Wenn jemand bei Spreadshirt das hört, dann bitte gerne Feedback geben. Dann würde ich gerne die Domain tassenzone.de sichern und die Highlights des stationären Handels nochmal durchgehen. Ich teile nochmal ein anderes Highlight. Ich weiß gar nicht, wo ich das geteilt habe, aber das war, glaube ich, aus der Innenstadt Coburg. Und da hat dann das Coburger Tageblatt geschrieben, sozusagen hier stirbt der stationäre Einzelhandel, aber es gibt Hoffnung auf Nachmieter. Und dieses Aber, es gibt Hoffnung auch auf Nachmieter, das würde ich auch auf so eine Tasse drucken. So, jetzt aber ein bisschen zum Ernst der Lage. Was ist passiert im Thrasio-Umfeld? Kannst du da mal ein kleines Update geben? Da gab es ja einige Leute, die viel Geld bekommen haben. Ja, da gab es jetzt noch mal eine neue Runde. Und zwar hat sich da, wie heißen die Kollegen nochmal, Sellax, ne? Hat da Geld bekommen. Die haben Geld bekommen
von unter anderem Cherry. Also Seller schreibt sich wie Seller, aber dann eben mit X am Ende. Die sind nochmal neu dazugekommen und in dem Spiel und haben Geld bekommen von Cherry, was ja ein sehr renommierter Frühphaseninvestor hier ist aus Berlin, hat Felix Capital bekannt geworden, unter anderem auch durch ihre Aktivität bei Farfetch. Und Triple Point ist jetzt eher jemand, der Fremdkapital gibt. Und das passt ja auch wieder sozusagen zu dem, was wir sonst schon mal besprochen haben, dass das eben nur zum Teil, wenn überhaupt, ein VC-Geschäft ist, sondern eigentlich eher sozusagen ein PE-artigeres Geschäft, was eben auch sehr stark mit Fremdkapital arbeitet. Und Triple Point ist da eben ja, jemand, der im Fremdkapital vergibt im Startup-nahen, technologienahen Umfeld und ist da sehr erfahren. Genau. Und dann haben sich auch noch engagiert hier David Schneider, also Zalando-Gründer und dann auch noch die KW-Commerce-Gründer, was eigentlich ganz spannend ist. Ja, also dass die selbst mit dazugegangen sind, zumal Eigentlich hat KW-Commerce ja eigentlich auch sowas machen könnte. Ja. genau, wir hatten im letzten Podcast besprochen, dass wir eigentlich erwarten von der Berlin Brands Group und von KW Commerce und noch zwei, drei anderen Playern, dass sie selber Geld aufnehmen und sowas raisen. Dadurch, dass jetzt Jens Wasel und Kollegen selber investiert haben, dann in Seller X, bedeutet das ja, dass sie da so ein bisschen ihre Wette draufsetzen. Würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie selber nochmal anfangen, das zu kaufen. Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, KW Commerce nach meinem Verständnis will das jetzt auch tun. Hatte ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen. Also Ja. Berlin Brands Group auf jeden Fall. Ja. Und es würde ja auch, glaube ich, sehr viel, also ehrlicherweise macht das auch total viel Sinn. Also, weil diese Infrastruktur muss ja aufgebaut werden, um quasi die Synergien da zu heben. Wobei es natürlich auch durchaus so sein kann, das muss man ja auch sagen, wenn du wirst ja Infrastrukturen bauen, die auf bestimmte Verticals letztendlich abzielen. Ne? Und deswegen ist das jetzt auch nicht so, dass sozusagen jetzt ein Engagement von KW-Commerce-Gründern in einem Vertical, der vielleicht gar nicht mit dem KW-Commerce-Stammgeschäft zu tun hat, also da wird es ja nicht einen Gewinner geben, sondern wird es wahrscheinlich in jedem Vertical jemand geben, der dort die passendste Infrastruktur aufbaut. Also insofern kann es da, glaube ich, schon mehrere geben. Aber dass jetzt sozusagen eine KW-Commerce oder auch ein Berlin Brands Group da reingeht, macht natürlich total Sinn, weil die ja letztendlich selbst immer eigene Marken entwickelt haben über die Zeit. Und warum sollten die jetzt nicht jemand, der zu ihrem Themenfokus, also im Sinne von Produktfokus passt, Sortimentsfokus passt, warum sollten die den jetzt nicht mit dazu nehmen? Das macht ja eigentlich deutlich mehr Sinn, als das Ganze from scratch aufzubauen, muss man auch sagen. Also insofern würde mich jetzt nicht wundern, wenn die das auch machen. Okay, und was ich spannend fand auf jeden Fall in dem Seller X Investment ist, dass wir jetzt auch in Europa schon mit relativ großen Beträgen hantieren. Wir hatten ja über Thrasio berichtet, als die mit 250 Millionen Dollar finanziert worden sind und da direkt auf eine Milliarden Dollar Bewertung gesprungen sind. Aber wir fangen jetzt in Europa schon auf PowerPoint-Ebene an. 100 Millionen Euro Tickets, sicherlich eine Debt-Finanzierung, das ist noch ein bisschen was anderes als ein Primary Investment zu bekommen. Sprich also, wer in diesem Markt aktiv sein will und wenn sich jemand von Thrasio inspirieren lassen, da wird man jetzt mit 10 Millionen in Europa wahrscheinlich auch nicht mehr richtig weit kommen. Also muss schon richtig tief in die Tasche greifen. Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, Seller X, vermutlich Seller X, die haben, das sind jetzt auch zwei sehr erfahrene Gründer, also einmal der Gründer von Dafiti, das ist heute Teil der Global Fashion Group, also quasi das brasilianische Zalando, ich glaube, die sind auch in ein, zwei anderen südamerikanischen Märkten unterwegs, aber im Wesentlichen Brasilien, der Malte Horacek, und ist auch ein sehr erfahrener Gründer und sein Mitgründer ist ebenfalls schon länger in dem Bereich unterwegs und die haben vor 12 Jahren da zusammen studiert in Harvard. Und das heißt, das ist schon jetzt auch ein erfahrenes Team, die auch so eine Finanzierung dann zusammen bekommt. Also ich denke mal, das ist gerade für so Fremdkapital, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn du Fremdkapital aufnehmen möchtest, in größerem Umfang, dann hast du entweder sehr gute Zahlen oder wenn noch nicht viel da ist, dann muss das ein Team sein, was sehr viel Trust erzeugt. Also und das scheint jetzt ja hier gegeben zu sein. Ne? Also, aber wie du schon sagst, eine 100 Millionen Debt-Runde, das wird auch eine Debt-Zusage sein. Ne? Also, die geben nicht die 100 Millionen, sondern die geben dann eben die 100 Millionen, wenn dann passende Kaufgelegenheiten da sind. Also, das Geld wird quasi nicht heute überwiesen, wie das bei einer Equity-Runde der Fall ist, sondern ein Teil davon ist ja Equity-Runde und der wesentlichere Teil wird die Debt Fazilität sein und das ist dann eher eine Zusage, die davon abhängt, ob natürlich auch entsprechende Kaufgelegenheiten da sind. Also das macht das jetzt nicht weniger beeindruckend, ne? Aber es ist jetzt eben, da würde ich mal vermuten, nicht so, dass da jetzt eben letzte Woche 100 Millionen Dollar überwiesen worden sind. Das wird wahrscheinlich nicht so sein.
Okay, dadurch, dass es ein Live-Podcast ist, begrüßen wir mal die ersten Kommentatoren. Der Michael Reich hat hier über Facebook geschrieben, habe ich gesehen, und Ines über YouTube. Twitch sehe ich auch hier direkt im Tool. Ich glaube, bei LinkedIn kann man die Kommentare noch nicht so live sehen, aber ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Dann kommen wir mal zum ersten richtig spannenden Thema, auch wenn natürlich Seller X relativ spannend war, aber zum richtig spannenden Thema, der Wish-Börsengang. So, da gibt es nämlich ein Dokument. Im Rahmen von Börsengängen werden ja immer Dokumente an die Behörden ausgestellt, die dann so ein bisschen mehr Hintergrund zu diesen Geschäftsmodellen geben. Und ich teile das hier mal ganz kurz auf den Bildschirm. Das habe ich mal hier in Word konvertiert. Wir reden hier über 250 Seiten, 130.000 Wörter, die ein bisschen erklären, wie das Wish-Geschäftsmodell funktioniert. Und Wish hatte aus verschiedenen Gründen relativ viel Furore erzeugt im E-Commerce-Markt, ein neues Mobile-First-Geschäftsmodell aus den USA, was sehr schnell gewachsen ist, angeblich hunderte Millionen Kunden innerhalb weniger Jahre aggregieren konnte und bei dem jeder schon mal so testweise bestellt hat. Und jetzt können wir mal in die Zahlen reinschauen, bevor ich hier so mal ein paar spannende Aspekte aus dem Börsenbericht teile, aus dem S1-Dokument. Vielleicht mal dein erster Eindruck. Als du Wish bekommen hast, hast du gesagt, so, jetzt verkaufe ich all meine Zalando-Anteile und steige voll ein, oder bist du noch ein bisschen zurückhaltend? Ja. Ja, sagen wir so, also bis dieser Börsenprospekt kam, weil ich hatte mal vor ein paar Jahren, ich glaube 4, 5 Jahren, die Gelegenheit, auf einer relativ hohen Bewertung, ich glaube es waren 2 Milliarden, aber damals, also damals sehr hohen Bewertung oder 1,5 Milliarden Anteile zu kaufen im Rahmen von irgendeiner Finanzierungsrunde. Muss 2017, 16 sowas gewesen sein. Naja, und da dachte ich, da habe ich mich jetzt schon so über die Jahre, als dann eine Erfolgsmeldung die nächste jagte bei Wish, da dachte ich, und ich habe es damals nicht gemacht, weil ich so dachte, boah, bei so einer Kauf-Experience, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so groß wird. Es gibt AliExpress und so, wie sollen die sich dagegen durchsetzen? Naja, und dann dachte ich schon über so die letzten Jahre, Mensch, da habe ich echt was verpasst. Das Ding ist ja eine Rakete, ne? 500 Millionen Downloads und überall immer auf dem Platz 1 in den Shopping-App-Charts. So, und mein Schmerz ist nach Sicht dieses Dokuments etwas gemildert. Also ja, das wäre immer noch bei 1,5 Milliarden Bewertung ein gutes Investment gewesen oder zwei, aber es wäre jetzt nicht sozusagen das Investment of your lifetime gewesen, was du jetzt verpasst hast. Also man muss schon sagen, auch angesichts der Ankündigung und dessen, was Wish suggeriert hat während der letzten Jahre, bin ich schon wirklich enttäuscht, was dabei rausgekommen ist. Also um vielleicht mal so einen Aspekt rauszugreifen, die haben ja wahnsinnig viele Downloads und wie gesagt, also man hatte immer so die Vermutung 500 Millionen Kunden, das wurde auch so ein Stück weit suggeriert und jetzt sieht man eigentlich die aktiven Kunden, die die haben, so in einem Monat sind eher so 60, 70 Millionen Kunden. Das ist immer noch viel, aber das ist halt, und da weist ja auch Jochen Krisch schon hin, das ist eher Etsy-Niveau, was eine tolle Firma ist. So, aber das ist jetzt nicht sozusagen der Killer, wo man so dachte, boah, die haben echt nochmal einen ganz neuen Engel im E-Commerce gefunden, der wahnsinnig beeindruckend ist. Und man muss sagen, wenn es wirklich stimmt, also die Shopping-Download-Zahlen werden ja stimmen, also die App-Download-Zahlen, dann tun sie sich wirklich schwer, muss man sagen, Kunden in dauerhafte Kunden zu konvertieren in einer relevanten Anzahl. Das muss man schon sagen. Also ich war enttäuscht, als ich das gesehen habe. Wir haben ja, ich glaube, es wurden über 2 Milliarden Dollar bisher investiert in Wish. Die letzte Finanzierungsrunde hat auf einer 11 Milliarden Dollar Bewertung stattgefunden. Vielleicht für diejenigen, die Wish noch nicht kennen oder die vielleicht nur ein paar Vorteile von Wish kennen, eine ganz kurze Umschreibung. Also es ist ein Mobile First Marktplatz, der Kunden in der westlichen Welt das überaus attraktive Inventar sozusagen der chinesischen Hersteller feilbietet und diese mit ja, relativ langen Versandzeiten, aber sehr günstigen Versandkosten, kommen wir gleich nochmal dazu, warum das so ist, dann nach Europa sendet. Und die haben hier im Börsenbericht auch, ich schalte nochmal ganz kurz einmal um, die haben hier im Börsenbericht auch einen relativ langen Teil, wo sie erklären, hey, wer ist denn hier eigentlich Verkäufer, wer ist denn hier eigentlich Käufer und was haben denn die einzelnen Parteien davon? Und wenn wir uns mal hier so einen klassischen Verkäufer
anschauen. Ja, der schreibt hier, es geht hier um VM Innovations. Ja, our partnership with Wish has helped us to grow over 7% in the last year. Wish is truly unlike any other marketplace. The assortment and shopping behaviors are so unique, which allows us to test new programs and expand our assortment for the channel in a very targeted and deliberate way. So Wish ist ja keine, hat ja keine eigene Lagerhaltung. Es ist wirklich ein Marktplatz, der solche Händler mit den Endkunden verbindet. Und dieser Händler hier, VM Innovations, verkauft offensichtlich Schlauchboote, Pools, Lautsprecher, Hundezwinger, Walkie-Talkies, also ein Spezialist in allen Bereichen. Da sehen wir noch ein paar mehr Kunden davon, aber das sind offensichtlich Anbieter aus China. Und die haben auch die Kundenseite, also die haben nicht nur diese ganzen Merchant Case Study, sondern die haben auch diese Kundenseite. Ich hatte auch gestern eine gepostet, die muss ich gleich nochmal, wiederfinden, wo die ist. Aber es gibt dann Kunden in den USA, die sagen in diesem Börsenprospekt, wir sind total glücklich bei Wish. Ich habe darüber meine ganze Hochzeit organisiert und konnte im Schnitt 50% der Kosten sparen. Hier habe ich mal ein Beispiel aufgetan, Carla C. Wer kennt sie nicht? Eine Influencerin laut diesem Börsenprospekt. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn das nicht ein Stockfoto von irgendwo ist, weil sie geklaut haben. Aber die sagt, I bought so many things from Wish, including the microphone that I use to record my videos. After I got my microphone, more companies were reaching out to me. Wish helped me to get more jobs. So, Carla is an up-and-coming social media influencer who showcases her makeup and hairstyles on her YouTube and Facebook channels. Also, ich sag mal, das klingt jetzt nicht 100% glaubwürdig für mich, aber so diese Art der Kunden targeted Wish und der Gründer, Peter, den Namen habe ich wieder vergessen, die Gründungsidee sagt, dass ein Großteil des potenziellen E-Commerce-Markts underserved ist, dass die E-Commerce-Unternehmen der ersten Generation nicht in der Lage sind, die Carla Cs dieser Welt zu bedienen, weil sie sich darauf konzentrieren, auf die höheren Einkommen unserer Gesellschaft Angebote abzustellen. Das ist ja so ein Funding Principle. Nach allem, was du jetzt so gesehen hast, wir gehen gleich nochmal so ein bisschen in die Zahlen, so, obwohl dieser Markt ja angeblich mit über 1 Milliarde Menschen sehr, sehr groß ist, so richtig verfangen tut der Pitch ja nicht mehr, oder? Ja, also erstmal Peter Schulzewski heißt der Gründer, um das auch mal kurz nachzutragen. Ja, genau. Und ich meine, die Grundidee, und das ist ja schon wahrscheinlich auch korrekt, ist ja, dass E-Commerce bis vor ein paar Jahren schon primär, also auch in Amazon Prime, ist schon Mittel- und Oberschichtphänomen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch korrekt. Also die unteren Einkommensschichten haben von E-Commerce bislang unterproportional partizipiert, ne? Weil natürlich sozusagen Durchschnittswarenkörbe im Bereich 50 Euro plus ist natürlich auch nichts, wenn du jetzt wirklich sehr knapp bei Kasse bist, was du dir leisten kannst. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und das war eigentlich auch ganz spannend. Das war auch die Story, die Peter wohl erzählt hat zu Beginn, warum er sich sehr schwer getan hat, initial Funding zu kriegen im Silicon Valley, weil natürlich sozusagen der durchschnittliche Silicon Valley VC sich kaum vorstellen kann, dass Leute 2 Wochen auf irgendein 8-Dollar-Item warten, ne? Was dann auch noch eine schlechte Qualität hat. Oder sozusagen eine angemessene Qualität für diesen Preis. Aber klar, das ist natürlich, selbst wenn dieser Markt zahlenmäßig sehr groß ist, ist natürlich schon die Frage, wie groß ist die Kaufkraft dieses Segments. Okay. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Wish-App runtergeladen hat und ein bisschen auf dem Mobiltelefon gelassen hat und Push-Notifications nicht ausgeschaltet hat. Die sind schon sehr aggressiv, was CRM angeht, im Sinne von das sozusagen Versenden von Push-Notifications an den, der das installiert hat. Und du hast schon recht, trotz dessen und trotz der Tatsache, dass die Produkte recht günstig sind, schaffen sie es offenbar nicht, eine größere Anzahl von Kunden in eine gute, vernünftige Kauffrequenz reinzukriegen, wie man das sonst eigentlich bei der Breite des Sortiments erwarten sollte. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieser Trend, diese Zielgruppe zu bedienen, auch im E-Commerce, ist sicherlich schon existent. Es gibt ja neben Wish und AliExpress, die ja dann doch eine ganze Ecke größer sind, so wie es aussieht, ne? Was ja immer anders vermutet wurde, gibt es ja auch noch Joom, die eigentlich das Gleiche machen, nur in Russland sitzen, ne? Aber das gleiche Prinzip.
günstige chinesische, primär chinesische Ware. Es gibt eine CNBC-Quelle, die hat irgendwie analysiert, wobei ich die Methodik dahinter nicht genau nachvollzogen habe. Aber CNBC ist ja ist ja ein seriöses Medium. Die sagen, dass 94% der Seller kommen aus China. Und Jung ist, wie gesagt, eigentlich nochmal genau das Gleiche und AliExpress natürlich ein Stück weit auch. Das zeigt ja schon, dass sozusagen dieses Marktsegment in Summe, dass da eine gewisse Nachfrage für da ist. Das braucht man, das ist, glaube ich, steht völlig außer Frage. Man kann sich eben nur darüber streiten, ob die Kommunikation von Wish, wie groß sie eigentlich sind, welche Relevanz sie eigentlich haben, ob das jetzt angemessen war. Und das kann man, glaube ich, relativ klar verneinen. Und das ist ehrlicherweise natürlich auch nicht so wahnsinnig schlau, mit einem moderaten bis kaum existenten Wachstum und schlechteren Zahlen, als man eigentlich vermutet hat, jetzt einen Börsengang zu machen. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist, muss Okay, ich schauen wir sagen. uns mal die Zahlen an, und da geben wir mal Jochen Krisch ein bisschen Credit. Der hat die auch schön Ja, super. aufbereitet. Und da sieht man auch so ein bisschen einen der Wettbewerber, AliExpress, Lazada, die Net Sales. Hier gibt es ja drei verschiedene Umsatzarten, die Wish ausweist. Einmal den Marketplace-Umsatz, also das ist quasi der Schlauchbootverkäufer von eben, der darüber den Umsatz macht. Hier reden wir ja über Außenumsätze. Ja, hier reden wir ja nicht über die Provision. Hier reden wir wirklich über Außenumsätze. Das ist gleich wichtig nochmal, weil wir bei DoorDash ganz andere Umsatzdimensionen haben. Moment, wir reden hier über Innenumsätze. Das alles Innenumsatz? Ja, das ist Innenumsatz, ganz wichtig. GMV, und das ist natürlich auch etwas, was kritisch ist. GMV wird nicht reported von Wish. Ja? Also Amazon macht das auch nicht, muss man fairerweise dazu sagen. Also sie weisen auch nicht genau aus, was ist jetzt Marketplace-Umsatz. Aber nee, aber das ist Innenumsatz, Alex, das ist Innenumsatz. Aber 1,4 Milliarden Innenumsatz, das wären ja, das sind die Provisionen, die bei Wish bleiben am Ende eines Jahres. Und wenn wir sagen, okay, dann rechnen wir mal den Außenumsatz aus, gehen wir mal davon aus, 10% bleiben bei Wish, kann man das Hätte ich sagen? auch gedacht. Ja, wahrscheinlich Ja, schon. das reicht, das heißt, wir reden hier über 15 Milliarden im Jahr Umsatz. Ja. Aber es, okay, gut. Und die anderen Umsatzarten hier ist einmal Wish Product Boost. Das ist eine Marketing-Einnahmequelle für Wish. Da können Händler an Wish Geld zahlen und sich höhere Rankings kaufen in dem Product Feed. Soweit habe ich das verstanden. Ja. Da reden wir über einen Betrag von ein paar hundert Millionen. Und dann gibt es noch Wish Logistics, ein Logistics-Service, den sozusagen Wish noch betreibt, auch für Händler. Den gibt es aber erst seit 2 Jahren. Da sind wir jetzt bei so gut 100 Millionen. Wir klicken da nochmal genau rein. So, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem AliExpress und Lazada, die ja jedes Jahr noch sozusagen deutlich stärker wachsen, dann sieht natürlich der Marktplatzumsatz vom Wish ja schlecht aus, weil sie ja 2018 auf 2019 gesunken sind. Absolut. Wie ist das zu erklären? Wie kann man sinken bei einem Modell, was so viel Funding hat? Ja, also ich meine, das Argument von den Kollegen ist im Börsenprospekt, sie hätten das wäre deshalb so gelaufen, weil sie sich operativ sehr stark auf Logistik konzentriert hätten. Fand ich jetzt aber also kann ich ehrlicherweise, also ist der kausale Zusammenhang zwischen ich fokussiere mich auf Logistik und wachse nicht mehr im Außenumsatz. Den habe ich, die Logik dahinter hat sich mir ehrlicherweise noch nicht so richtig erschlossen, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, es wäre durchaus möglich gewesen, weiter zu wachsen. Also ich meine, die Zahlen von AliExpress zeigen das ja. Ne, Covid ist nochmal eine andere Nummer. Also da gab es sicherlich auch Probleme, natürlich, weil auch zum Teil eben der Warenverkehr aus China eingeschränkt war und so weiter. Ne, also deswegen, ich glaube, deswegen ist das Spannende in der Beurteilung von Wish ist eigentlich gar nicht so sehr das Jahr 2020. Das sagt Jochen ja auch, finde ich sehr schön, sondern das ist eher das Jahr 20, der Schritt von 2018 auf 2019. So, weil ich finde es eigentlich nicht so richtig plausibel, dass sie nicht weiter gewachsen sind. Und ja, das Logistikthema ist wichtig, das zu lösen, weil natürlich sozusagen die Relevanz der Logistikabwicklung bei diesem ganzen Cross-Border-Thema noch mal eine andere Relevanz hat, als wenn du dich jetzt innerhalb von Europa oder innerhalb von Deutschland oder innerhalb der USA bewegst. Das verstehe ich schon. Aber warum das deswegen nicht weiter wächst, insbesondere wo, sagen wir, der Gesamtmarkt. Also sozusagen jetzt das Gesamtsegment, siehe AliExpress, siehe Lazada, sich ja positiv weiterentwickelt, ist mir unklar. Ne? So, und du siehst ja auch so ein bisschen, dass das Ganze dann gecountert wird mit einem größeren Marketing-Spending im Folgejahr.
So, und das Marketing-Spending von Wish vorher war ja nicht gering, ne? So, also das ist insofern, und das wurde dann nochmal gesteigert. Da muss man sich schon fragen, wie sustainable ist das Modell, ne? Und sustainable wird so ein Modell halt eigentlich nur, wenn du halt eine gute Retention hast. Also erstmal, indem du ausreichend deine App downloads, konvertierst in Käufer und dann diese Käufer in Wiederholungskäufer konvertierst. Und das scheint denen nicht zu gelingen, ne? Und warum man jetzt sozusagen, also warum denn Amazon kein GMV reportet, ja, das kann ich noch irgendwie so nachvollziehen. Aber warum die jetzt kein GMV reporten, das finde ich jetzt ehrlicherweise kein vertrauensbildendes Signal. Ne? Man muss natürlich zugutehalten, dass diese Product Boost Umsätze, das sollte man natürlich auch sagen, wie bei Amazon Media Services oder auch Zalando, wie heißt das da nochmal, auch Media Services, glaube ich. Das ist natürlich nochmal eine andere Umsatzqualität, ne? Also weil da dem ja kaum Kosten entgegenstehen. Also es ist eine sehr hohe Gross Margin. Deswegen ist so eine Darstellung, die ist zwar faktisch richtig, aber muss man natürlich immer auch verstehen, okay, wie ist die Umsatzqualität, die sich dahinter verbirgt. Und hier haben wir ja drei unterschiedliche Umsatzqualitäten dahinter. Ja. Genau, und Jochen hat natürlich auch weiter geschnüffelt im Börsenprospekt. Wir gucken gleich nochmal die Zahlenreihe an, wenn ich sie richtig zusammenbekomme. Wish ist ja eines der E-Commerce-Geschäftsmodelle, was erstaunlicherweise in der Corona-Krise massiv gelitten hat. Eigentlich müsste es doch so sein, dass die Nachfrage insbesondere der einkommensschwächeren Schichten bei Wish gestiegen ist. Hat man noch einen hohen Druck bei der Hochzeit zu sparen, wenn man aus einkommensschwachen Schichten kommt. Aber wir sehen ja hier einen GMV-Einbruch, also der von Q sozusagen auf der Vergleichsquartalbasis von 8%. Und dadurch, dass die Nachfrage auf dem Portal nicht mehr da waren, haben die Händler auch aufgehört, Product Boost zu nutzen. Da sehen wir ein Minus von 34%. Also kann ich hier, wäre es angemessen zu sagen, dass wir hier vor einem Kartenhaus stehen? Ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, ne? Aber es ist zumindest nicht der E-Commerce-Superstar. Also ich meine, du musst natürlich schon sagen, diese Covid-Zeit, na klar, du hast ja auch eine Menge Impulskäufe, die Wish wohl auslöst, ne? Also jetzt irgendwelche Leute gehen auf Partys und wollen dafür irgendein Kleid haben, was teuer aussieht und dann kaufen die irgendwas sozusagen, ziehen es zwei, dreimal an und dann ist es gut so. Diese ganzen Impulse sind weggefallen und du hast natürlich auch gleichzeitig Probleme gehabt in der Herstellungsmaschinerie in China. Auch da gab es ja einen sehr massiven Lockdown. Das heißt, es sind vermutlich auch eine Reihe von Händlern und Herstellern. Du hast ja da eine Mischung, ne? Aus Händler, so Händlerhersteller, nach meinem Verständnis, die da primär listen. Da haben wahrscheinlich auch einige dann einfach in dem Moment ihr Account suspended, weil sie einfach nicht liefern konnten. Insofern würde ich jetzt sagen, also diese Covid-Zeit würde ich nicht überinterpretieren. Für mich ist eigentlich das größere Warnsignal, ist eigentlich sozusagen ein recht bescheidenes Wachstum auch schon vorher, ne? Eigentlich, und Wachstum nur durch das Einführen von anderen Umsatzarten und eine mangelnde Fähigkeit, Kunden für das eigene Thema in einem Prozentsatz zu begeistern, wie wir das eigentlich von anderen E-Commercern kennen. Das ist für mich eigentlich das größere Warnsignal. Ist das jetzt ein Kartenhaus? Das weiß ich nicht. Aber ist das jetzt sozusagen so attraktiv, wie wir es gedacht haben? Das auf gar keinen Fall. Ne? Und ich meine, ein weiteres Thema ist ja auch, dass die 2018, wie du schon sagtest, da mit 11 Milliarden, da dachten alle schon, wow, wie kann das denn sein, ne? Wenn das wirklich so super läuft bei denen? Das war ein recht moderater Uplift zu der Finanzierungsrunde davor. Und da hat General Atlantic ja investiert, die ja sehr schlauer Investor sind. Also insofern, das wird an sich, wird das wahrscheinlich schon funktionieren. Aber die sind auch sehr diszipliniert. Das heißt, die bezahlen auch auf keinen Fall zu viel. So, und es ist dann einfach auch der angemessene Preis, ne? Also, wo du sagst, das ist eine gute Firma, aber es ist by no means jetzt das nächste Alibaba oder noch nicht mal das nächste eBay, ne? Muss man sagen. Und das ist natürlich schon, ist jetzt erstmal nicht, ich nehme das jetzt erstmal wertneutral, ne? Es ist halt nur sozusagen im Vergleich zu dem, was sie vorher kommuniziert haben, passt es halt einfach nicht zusammen. Und Okay. das ist für mich eher so das Thema. Ja. Genau, also für Aber du weißt ja, ich denjenigen, bin auch eher die. zu milde in meinen Urteilen. Ich bin Ja, ja, also ich ich will es finde, ja immer also. irgendwie immer allen gut. Ich will ja, dass es allen gut geht. Ich habe mir in Ja. Vorbereitung für unseren Podcast auch den Podcast zwischen Marcel und Jochen Krisch angehört. Die waren da ja auch sehr streng gegenüber Wish, aber haben gesagt, sie haben noch Hoffnung hinten raus, weil die Plattform natürlich jetzt da ist. Wenn man sich natürlich jetzt mal anschaut, sozusagen die Revenues und vor allem die aktiven Kunden, die teilweise auch nicht steigen, obwohl Wish, glaube ich, 2018, 2019 einer der größten Spender im Facebook-Ad-Bereich
Advertising war. Also da reden wir über Spendings im neunstelligen Bereich. Waren sie offensichtlich nicht in der Lage, also was lernen wir daraus? Sie haben ganz viele Karteileichen. Ja, da gibt es quasi ganz viele Leute. Ich habe gerade einen ganz gravierenden Fehler gemacht, Alex. Das fällt mir gerade auf, wo du das sagst. Ich habe gesagt, im September hätten sie 68 Millionen Kunden oder 70 Millionen Kunden. Das stimmt nicht. Im September waren die last 12 month active Kunden waren 70 Millionen. Ne? Das heißt, über 12 Monate 70 Millionen von wahrscheinlich 500 Millionen Downloads zu aktivieren, boah. Weil das ist ja auch einer der, ist ja auch ein Börsenprospekt, das jetzt über 3 Jahre lang eine der meistgedownloadeten Shopping-Apps waren. Und das ist ja noch, das ist ja besonders interessant. Also sie haben schon eine gute App. Also ich finde immer noch diese Art und Weise, wie sie den Stream erstellen und wie sie es schaffen, 70% aller Käufe nicht suchintentionsbasiert auszulösen, sondern so aus einer Inspiration. Leute gehen durch den Stream. Plus, sie haben sehr erfolgreich Facebook-Marketing und Co. gemacht. Also dann haben sie auch irgendwann mal, gab es mal diese Zahl, 500 Millionen in den Raum gestellt. Aber obwohl beide positive Sachen da zusammenkommen, also gute App, gute Navigation, also neuer Ansatz, ihre Zielgruppe da auch erreicht, schaffen sie es nicht, aus dieser Zielgruppe Revenue zu erzielen. Und wir reden ja über App-Downloads, wir reden ja nicht über Website-Kunden. Das heißt, die sind ja schon auf dem Handy. Und ich zieh jetzt mal 20 Millionen Kunden ab, ja, das sind solche Kunden wie du und ich, die mal bestellt haben, um halt auszuprobieren, kommt die Ware wirklich an, funktioniert Wish, aber das ist, ich finde es schon sehr, sehr bedenklich, dass trotz dieser hohen Investitionen, und das sind ja keine doofen Leute, die bei Wish arbeiten, die werden schon ganz genau wissen, wie man irgendwie Kunden aktiviert, dass es nicht schaffen, aus den Kunden mehr Umsatz rauszuholen. Und das sieht man hier auch so ein bisschen in den Zahlen. Die versuchen natürlich jetzt ein bisschen sparsamer zu wachsen in den nächsten Jahren. Also in 2019, 2020 in Vorbereitung auf den Börsengang nicht mehr so viel Kohle rauszublasen. Aber das ist natürlich nach dem bereits erfolgten Einknick der Marktplatzumsätze von 2018 auf 2019 gar kein gutes Zeichen. Und da komme ich auch zu meinem größten Kritikpunkt. Ich glaube, Jochen hatte da ganz kurz drüber geredet. Viele Leute fragen sich ja, wie kann es denn sein, dass ich bei Wish, die Kopflampe für $3, wie kann ich die denn kostenlos in die USA bestellen? Und das ist ja eine Ausprägung des sogenannten Weltpostvertrages, der armen Ländern wie China dazu verhilft, möglichst kostengünstig in die ganze Welt zu versenden. Da gab es einen ganz spannenden Beitrag bei Forbes. Ja, so Wish build an $11 billion business on insanely cheap shipping. Das habe ich übrigens gefunden in der PR-Sektion auf der Wish.com-Seite. Also es ist jetzt quasi ein Artikel, der dort einfach geteilt wurde. Da wurde nicht so gut gearbeitet, glaube ich. Magst du ein bisschen was sagen zum Weltpostvertrag? Wie schätzt du das ein? Also kann Wish auch in Zukunft günstig in die ganze Welt versenden aus China? Ja, nach meinem Verständnis ist ja angekündigt worden, ne, dass es zu einer Reklassifizierung von China kommt. Ja. Ich meine, das kommt nächstes Jahr. Genau, das, 21. Einer übrigens auch sozusagen angetrieben durch Trump. Eine smarte Initiative, die er mal gemacht hat. Ja, auch eine kaputte Uhr geht ja zweimal am Tag richtig, habe ich gehört. So, und das ist, und nach meinem Verständnis muss man eben wirklich schauen, also wenn das dann so ist, dass die Shippingkosten dann natürlich massiv steigen, muss das ja zumindest partiell vom Endkunden übernommen werden. Und dann ist es natürlich ein Stück weit vorbei mit der Kopftaschenlampe für $8 inklusive Shipping. Genau. Wie stark das dann genau steigen wird, das kann ich dir noch gar nicht sagen, aber ich glaube, das steht hier so ein bisschen erläutert. Aber man muss natürlich schon sagen, das kann ein existenzielles Risiko sein. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Wish jetzt diesen Börsengang macht. Ne? Also sagen, China wird klassifiziert wie alle anderen reichen Länder auch, also genauso wie Deutschland oder die USA. Und hier im Forbes, ich habe es mal hier größer gemacht, im Forbes Artikel sozusagen zum Beispiel kostet ein 5 Pfund elektrischer Nasenhaarschneider aus China nach Atlanta $1.55. Wenn ein Händler in den USA das gleiche Gerät nach Atlanta schickt, dann zahlt er $2.80, also 80% mehr da sozusagen. Und dieser unfaire Wettbewerbsvorteil, genau, unfaire Vorteil, der wird im Januar 2021
ja, ich sag mal, beseitigt durch die Aktualisierung des Weltpostvertrages. Und also, wenn ich mir so, also unabhängig jetzt mal von dieser ganzen mangelnden Fähigkeit aus den hunderten Millionen Kunden, die es da angeblich gibt, treue Stammkunden zu machen, ist das für mich schon der bedenklichste Aspekt. Ja? Sehe ich genauso. Also, genau, also das heißt, du hast offenbar, ist dieses Argument, was ja immer mal angeführt wurde, aber eher verstummt ist, wie kann eigentlich so eine Experience so viele Kunden binden? Ne? Das hat sich ja jetzt als falsch erwiesen. Und wenn dieser Shipping-Vorteil jetzt noch wegfällt, da muss man natürlich mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwelche Lösungen. Deswegen ist, glaube ich, auch Wish Shipping so oder dieses Wish Logistics so relevant, weil man dann natürlich wahrscheinlich Shippings konsolidiert, ne? Und dann innerhalb der USA oder in Europa, wo die ja, das sind ja die beiden größten Märkte, dann, also man shippt konsolidiert irgendwo hin und dann wird quasi entpackt und man shippt sozusagen separat weiter. Aber wenn das natürlich immer so ist, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also diese 1,50 von China direkt nach Atlanta, so werden sozusagen Kosten dann auf einmal innerhalb der USA 2,80 und dann kommt ja noch das konsolidierte Shipping aus China in die USA nochmal dazu pro Item. Das ist relativ günstig wahrscheinlich. Ja, wobei, das muss man mal gucken. Ne? Also wenn du da natürlich auf Luftfracht setzt, was du ja müsstest, wie günstig das dann noch pro Item ist, aber wie dem auch sei, es wird auf jeden Fall verdoppelt sich dann in dem Fall jetzt der Shippingpreis mindestens bei einem Item, was echt günstig ist. Also das wird die Wettbewerbsfähigkeit nicht unbedingt erhöhen. Ne? Und das spricht wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich auch der Kerntreiber dafür, jetzt eben noch diesen Börsengang zu versuchen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche anderen Punkte hast, aber ich glaube, vermute mal, um das auch ein Stück weit abzuschließen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr 2021 für Wish besser wird als das Jahr 2019, ne, nehmen wir mal Covid außen vor, wo ja das Wachstum auch sowieso schon moderat war und relativ teuer erkauft wurde. Also wenn du vorher schon kein gutes Modell hattest, was in sich gute Retention produziert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das in 2021 mit schlechteren Shippingkosten gelingt, nicht besonders hoch. Und ich wüsste jetzt nicht, was der Hebel sein sollte, zumindest im bestehenden Modell, um das jetzt zu verbessern. Ich weiß nicht, ob dir was einfällt. Ja. Also, Sie haben ja immer noch ein bisschen Cash und viele Kunden. Das hatte man aber damals bei Schlecker auch gesagt, dass da jeden Tag 4 Millionen Kunden auf der Matte stehen. Das ist sozusagen, das ist kein sehr haltbares Gut in einer Digitalökonomie. Wenn es einmal nicht klappt, klappt es einfach nicht. Mich erinnert es halt sehr an Jet.com, auch ein sehr stark durch Werbung aufgeblasenes Business, was damals über so eine Art Kickback-Deals versucht hat, immer nochmal 10% auf den besten Preis im Internet draufzugeben. Das wurde ja dann akquiriert von Walmart.com für 3 Milliarden. 3 Milliarden klingen ja aus heutiger Sicht ja wie ein Spottpreis. Ne? Damals schon absurd teuer. Nee, ich sehe, also der Weltpostvertrag ist so die eine Sache. Das Wish wird ja auch versuchen, sicherlich noch andere Länder onzuboarden und da mehr Services aufzubauen. Aber dass sie es halt überhaupt nicht schaffen, mit diesem Mobile-First-Ansatz ausreichend viel Traktion in ihre App zu erzeugen, dass sie es auch nicht geschafft haben, quasi in höherwertige Kohorten vorzustoßen. Also vielleicht gäbe es ja auch einen sinnvollen Wish-Ansatz für dich und mich, vielleicht auch mit anderen Produkten. Einfach, das gibt mir schon sehr zu denken. Und mich wundert es eigentlich, dass sie nicht mit so einem, Spec an die Börse gehen, mit dem ja normalerweise sozusagen schlechte Unternehmen entsorgt werden, wie wir im Doppelgänger-IO-Podcast lernen konnten, sondern dass sie es direkt versuchen. Schöne Grüße an die Herren Glöckner und Klöckner. Eigentlich wäre das ein perfektes Asset für das Spec von Shaquille. Das ist ihr Spec in the Spec. wie es nur geht. Also das verstehe. Also Wish scheint so schlecht zu sein, dass noch nicht mal die Anbieter dieser Specs gesagt haben, wir nehmen das. Und das ist eigentlich das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis hier an diesem Börsengang. Aber wenn man's, um was Positives, also wie gesagt, ich bin ja nicht ganz so kritisch wie du, und das weißt du, das liegt ja in meiner Natur. Aber wenn man dem auch was Positives abgewinnen will, ne, dann vielleicht auch im Sinne sozusagen der Nachhaltigkeitsanhänger unter uns. Es war ja immer so, es hat einen ja schon so ein bisschen geschockt, dass man sagte, boah, das am meisten wachsende E-Commerce-Phänomen der letzten 5 Jahre, das ist Wish und Joom. Ja? Und das ist ja so ungefähr Nachhaltigkeit mal minus eins. Ne? So. Das scheint doch nicht so groß zu sein. Ne? Also es gibt Hoffnung noch für die
für die Menschen, die Nachhaltigkeit mit E-Commerce verbinden wollen. Nee, also Nachhaltigkeit in E-Commerce haben wir hier auf keinen Fall. Ich habe hier nochmal diese Last 12 Months Active Buyers aufgezeichnet. Ich gucke mal ganz kurz, welche Jahre hier drüber stehen. Also 2015 hatten sie schon 30 Millionen und dann sind sie also 2016 schon auf 50 Millionen gestiegen. Und seitdem, trotz enormer Investments in die Kundenbasis, hat sich das eigentlich weitestgehend seitwärts entwickelt. Sie kriegen es nicht hin, ihre Käufer zu aktivieren. Und das ist auch immer ein Hinweis darauf, dass so ein Business nicht so richtig gut funktioniert. Es gibt auch keine Kohortendaten. Also ja. Wish erzählt im Börsenprospekt eigentlich nichts über ihre Kohorten. Und das ist also ich würde mich sehr wundern. Und das muss man mal sehen. Obwohl in den Jahren 2016, also in den Jahren 2017, 18 und 19 sind 1 Milliarde, 1,5 und 1,4 Milliarden für Marketing ausgegeben worden. Ne? Mhm. Parallel. Ja. Und damit sind also wirklich bescheidene Neukundenanzahlen und auch Retention erzielt worden, muss man sagen. Gut, also es gibt einen Gewinner. Der heißt Facebook und Google. Also die haben auf jeden Fall, verdient hier an diesem Business. Und mich würde es auf jeden Fall wundern, dass hier auf dem Twitch-Kassenzone-Kanal wird auch ein bisschen darüber diskutiert, ob das denn in den Glore passen würde von Jochen Krisch, den Glore-Fonds. Ich glaube, da bist du da auch investiert im Glore-Fonds von Jochen Krisch. Hast du Anteile? Ja. Also mich würde es wundern, wenn wir dort eine Beimischung der Wish Aktie sehen in den. Ganz klar. Ja, aber vielleicht eine Put-Option. Vielleicht kann man direkt eine Put-Option nach den Börsen. Ja, ich glaube, das macht der Glore-Index, ist ja nicht so ein unseriöses Derivate-Ding. Die machen ja sozusagen, die kaufen nur ehrlich die Aktie. Ja, da wurde noch ein bisschen diskutiert. Der Herr Klöckner ist ja auch gerade aktiv, sehe ich. Der kommentiert ein bisschen was zum Glore-Fonds. Also ich fasse mal zusammen. Ja, der Swish IPO-Prospekt. Sehr aufschlussreich, wieder erwarten ein sehr schlecht performendes Business, also trotz hoher Investments, trotz richtungsweisender Strategie im Bereich Mobile, Commerce, trotz einer Alleinstellung eigentlich auch in diesem Business. Sie haben ja diesen Markt eigentlich für sich erschlossen mit diesem inspirativen Commerce über so einen Feed. Deutet eigentlich alles nach unten. Und wie heißt nochmal dieser Typ, der diese ganzen Specs macht? Shalia Pipata von Ilse genau. Sophia. Ja, genau. Und der hat ja ein paar offene Specs noch übrig, dass der noch nicht mal so gnädig war, Wish hier mit an die Börse zu tragen oder an der Börse zu entsorgen, das sollte eigentlich eine Warnung sein. Also ich sehe da, also ich glaube, man muss ja dieses Disclaimer. Jamat Palihapitiya. Genau, wir treffen ja auch keine, wir machen ja auch keine Investitionsberatung hier. Also wenn jemand ein starker Wischkäufer ist, also um Gottes Willen, also hört euch nicht diesen Podcast an, wenn ihr Investitionsentscheidung treffen wollt. Wir müssen auch ein Disclaimer bald einfügen. Okay, so, haben wir noch irgendwas vergessen zu Wisch? Sonst würde ich nämlich gerne noch mal ein paar Minuten DoorDash besprechen. Ja. Die viel geileres Business. Viel schöneres Business. So, die DoorDash-Zahlen gab es nämlich auch. DoorDash, kann man das vergleichen mit Foodora? So ganz, ganz vereinfacht gesagt. Also nach meinem Verständnis schon, ja. Oder jetzt Foodora in Kuhl ist ja Volt. Ich weiß nicht, ob du Volt schon kennst. Nee, ich wohne noch in Kiel. Wir haben jetzt gerade zum ersten Mal Roller von Tier bekommen. Das ist der Innovationsgrad, mit dem wir uns hier beschäftigen. Ja, also, also jetzt hier gerade der heiße Scheiß in Berlin-Mitte ist ja so seit ein paar Monaten, ist neben Gorillas, ne, das ist auch natürlich der heiße Scheiß, ist Volt. Und ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber eine finnische sozusagen Variante von Deliveroo und Foodora. Ne? Mhm. Also eher hochwertige Restaurants, echt cool gemachte App. Also solltest du auch mal downloaden. Vielleicht kannst du Kiel zumindest mal, kannst du so tun, als ob du... Ich muss mein Essen, wir müssen auch pünktlich Schluss machen um 6, dann hole ich nämlich hier Essen aus Strande. Also hier liefert keiner. Genau. Aber man muss schon sagen, also echt cooler als Lieferando, ne, was ja so ein bisschen jetzt hier der Platzhirsch war. Aber genau, also arbeiten eben mit einer eigenen Lieferflotte, ne, also klassisches, Flotte ist jetzt übertrieben, also der sogenannte Dasher, ne, also in Anlehnung an DoorDash,
ist eben die Person, die dann per Auto, Motorrad oder Fahrrad, je nach sozusagen Eignung fürs Gelände oder Umgebung, das Essen ausfährt von eher besseren Restaurants. Das ist so das Konzept. Das heißt, Lieferando setzt ja sehr stark auch auf dieses Thema. Die haben zwar auch eigene Lieferfahrer, aber versuchen natürlich auch sehr stark, die Restaurants zu konsolidieren, die eigene Fahrer oder eigene Auslieferung haben. Und DoorDash, nach meinem Verständnis, bedient insbesondere eben die Restaurants, die ja häufig zu den etwas besseren gehören, die eben bislang keine Lieferung hatten. Und die Zahlen haben sich jetzt eben natürlich auch Covid-bedingt, also waren vorher schon gut, aber die sind natürlich Covid-bedingt nochmal komplett durch die Decke gegangen, muss man sagen. Okay, gehen wir mal so ein bisschen auf die Zahlen ein. Wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, dann reden wir über DoorDash, über ein Business, was 2,5 Milliarden Dollar bisher eingesammelt hat, 2012, 2013 gegründet und in der letzten Finanzierungsrunde mit einer 16 Milliarden Dollar Finanzierung ausgestattet worden ist. In 2019 885 Millionen Revenue, also das ist tatsächlich Umsatz, der bei denen geblieben ist. Und ich glaube, 8 Milliarden, über 8 Milliarden Dollar GMV. Also für 8 Milliarden Pizza geliefert, 1 Milliarde verdient, Also vereinfacht gesagt. die nennt es jetzt nicht Merchandise Volume, sondern die nennt es Order Volume, ne? Aber es genau, ist eigentlich das Gleiche. Okay, so, angenommen, dir hätte vor 3 Jahren für 1 Milliarde jemand sozusagen ein kleines Ticket angeboten. Du machst ja nicht unter 2 Millionen mit, ne? Und du guckst heute drauf und hättest damals gesagt, nee, machst du nicht. Weinendes Auge, lachendes Auge. Ja, also mir wurde es in dem Fall leider nicht angeboten, also anders als bei Wish. Aber ich hätte dann sicherlich ein weinendes Auge, weil ich das unterschätzt hätte. Es gibt ja schon so ein bisschen so dieses Argument, was ja auch gerade hier die Takeaway-Kollegen, also quasi die Mutter von Lieferando, auch sehr stark propagiert, dass sozusagen so diese eigene Auslieferung, dass das schwierig ist, dass sich das rechnet. Wir sehen ja auch, es ist jetzt nicht so einfach, dass sich das rechnet. Die haben jetzt mittlerweile hier DoorDash schon Monstervolumen, machen immer noch Minus. Aber wenn du dir die Unit Economics anguckst, und die sind ja sehr transparent, und auch sozusagen jetzt die mit dem Wachstum einhergehende Reduzierung des Verlustes, die sehr niedrige Marketingkostenquote, ne, also wenn du jetzt mal guckst auf das Order Volume, haben die jetzt im Jahr 2020 bislang nur noch so ungefähr 3,7% Marketingkostenquote auf den Außenumsatz. Im letzten Jahr waren es noch 8%. Das heißt, alleine marketingkostenbedingt eine 4,3%ige Verbesserung der Marge. Das ist Das schon ein Knüller. liegt aber daran, wenn ich es richtig rausgelesen habe, wir reden hier über auf Jahresbasis gesehen 70% Stammkunden und sozusagen die Stammkunden, ganz anders als bei Wish, können extrem effizient reaktiviert werden. Das heißt, die Leute nutzen Richtig. diese DoorDash-App immer mehr, brauchen jetzt gar nicht so viel Gutscheinanreize, das ist ja dann drin in den Marketingkosten, und das zeugt ja von einem sehr stabilen Business. Und es sieht so aus, dass sich das rechnen könnte, ne? Also jetzt, also die wachsen ja wahnsinnig. Und wenn sich die Unit Economics so halten lassen, brauchen die noch ein gewisses Volumen obendrauf. Aber wenn die jetzt nächstes Jahr nochmal 50% wachsen sollten oder 30, nach meinem so Überschlagsrechnung müssten die dann profitabel sein, ne? Die haben aber natürlich, was passiert nach Covid, ist natürlich die Frage, ne? Also wie stark recovert dann das normale Essen gehen? Ad 1. Und ein anderes großes Risiko, was die natürlich haben, und das muss man sich mal anschauen, das ist ein ganz interessanter Artikel. Die haben natürlich zurzeit die ganzen Dasher als Freelancer. Also, was heißt Freelancer? Klingt jetzt nett, ne? Das sind, also die sind ja de facto nicht fest angestellt, unterliegen dementsprechend natürlich auch anderen Sozialversicherungs- etc. Pflichten. Und da ist natürlich auch die Frage, das ist ja auch das Argument immer bei Uber und so weiter, ist das eigentlich so okay, ne? Und bleibt das so? Weil natürlich schon das Ganze darauf basiert, dass die Dasher sehr stark eben orderabhängig bezahlt werden. Wenn sich das dreht und sozusagen sie fest angestellt werden müssten mit Urlaub, mit Sozialversicherung und vollem Programm,
dann ist natürlich die Frage, ob sich dann die Lieferkosten noch rechnen. Und daher kommt ja Aber nochmal. warum, Ja. das verstehe ich noch nicht, warum müssten Sie fest angestellt werden? Also woher kommt die Gefahr der will jetzt, das klingt jetzt doof, aber woher kommt die Gefahr der Festanstellung? Ja gut, das Argument ist ja schon so ein bisschen, das sind eigentlich de facto Scheinselbstständige. Ne? Ist das Also eine weil Diskussion, die in den USA aktiv geführt wird? das ist zumindest jetzt mal Theo, also ne, Kamala Harris und Joe Biden sind sicherlich nicht Sozialisten in unserem Sinne, ne, sozusagen. Also in den USA ist ja alles irgendwie sozialistisch, kommunistisch, was sich irgendwie sozusagen also halbwegs in Richtung Mitte bewegt. Aber sagen wir so, es gibt ja schon ein Argument dafür zu sagen, dass die Leute üben ja keine Tätigkeit für irgendwen anders aus, ne, sondern die arbeiten. Also in den USA ist das vielleicht sogar so, dass sie dann vielleicht für irgendwen anders arbeiten. Aber Leute, die, dass das jetzt wirkliche Selbstständige sind und selbst wenn, sind es natürlich sozusagen keine selbstständigen Programmierer, die 70 Dollar die Stunde verdienen oder 50, sondern eben eher im unteren Segment sind. Und da ist natürlich schon die Frage, was passiert, wenn die Mindestlöhne, müssen die nicht zumindest mal an Mindestlohn angepasst werden? Und da muss man sich halt mal gucken, was heißt das dann für Unit Economics? Und das war auch immer meine Skepsis bei diesem Modell und das war ja das Gleiche auch bei Deliveroo und so weiter. Du brauchst schon relativ viele Stops pro Stunde, damit sich so ein Modell rechnet. So. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, hier bei den Zahlen, die ja auch sehr schön sind, auch bei dem Artikel von Jochen mit verlinkt, da hat man eigentlich einen ganz guten Überblick. Der Dasher behält 7,90 Dollar bei einer durchschnittlichen Order, wobei die relativ groß gewählt ist, aus meinem Verständnis. Das heißt, der braucht ja schon, ne, um so in den USA einen überlebensfähigen Lohn hinzubekommen, um die 2 Orders pro Stunde im Schnitt, ne, damit das funktioniert. Wahrscheinlich ist die Order eher großzügig gewählt, die ist wahrscheinlich eher kleiner, das heißt, es ist eher ein bisschen weniger, das heißt, du brauchst mehr als 2 Orders pro Stunde. Und das war ja auch ehrlicherweise immer mein Bedenken gegen Modelle wie Deliveroo und so weiter. Die können für Investoren gute Modelle sein. Und in so Städten wie London oder so schaffst du das sicherlich auch oder New York. Aber ob das in der Breite machbar ist, das ist eben die Frage. Und das ist, glaube ich, auch schwer zu beantworten, a priori. Aber sozusagen aus der Endkunden-Experience und aus der Endkundenerfahrung, aus der Endkunden-Retention, ganz klar ein Wahnsinnsmodell und eine Wahnsinnsentwicklung. Und ich meine, das drückt sich ja am besten in der Wiederholungskaufquote aus. Ich sehe ja sogar, dass 85% in 2000 20 aus Bestandskunden kam. Ne? Also und nochmal eine erhebliche Steigerung im Verhältnis zu 2018 waren es irgendwie 68, dann in 2019 77 und jetzt eben in den letzten Quartalen 85% aus Bestandskunden. Also auch eine steil steigende, das zeigt ja die Stärke der Retention. Also insofern, die haben kein Endkundenproblem. Da muss man halt nur gucken, vielleicht ließen sich in zumindest so Ländern wie in den USA, wo eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft auch besteht, zumindest im gewissen Segment oder in England, würdest du es schaffen, so ein Modell dann auch nochmal mit höheren Lieferkosten zu fahren? Das muss man halt mal gucken. Genau, genau. Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei den sozusagen bei der Abhängigkeit Auftraggeber und Dasher. Danach müssen wir uns nochmal den Gesamtmarkt angucken, weil da gibt es ein paar Trends, die, glaube ich, auch für Dollar sprechen. Fleißige Hörer vom Doppelgänger-Podcast haben das vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff, den Gini-Koeffizienten. Das ist ein Wert, der darüber eine Aussage trifft, wie ungleich sind Vermögen bzw. Einkommen verteilt. Und je ungleicher sozusagen ein Land ausgestattet ist, also je weniger reiche Menschen und ganz viele arme Menschen es gibt, desto höher ist dieser Koeffizient. Und das bedeutet, in Ländern, die einen besonders, ich zeige das mal hier unten in der Statistik, die einen besonders hohen Gini-Koeffizienten haben, das heißt eine besonders hohe Ungleichgerechtigkeit der Vermögen, dann gibt es halt viele Leute, die bereit sind, für wenig Geld zu arbeiten, ja, dir die Schuhe zu putzen und ausreichend viele Leute, die bereit sind, auch sich solche Services zu kaufen. Gute Beispiele sind sicherlich Brasilien, Indien, Pakistan. In Deutschland sehen wir, es ist ein sehr gleichverteiltes Land. Die letzten Statistiken weisen leider einen gegenläufigen Trend. Aber wir sehen, die USA sind jetzt nicht viel besser als China, ein bisschen besser als Brasilien. So, das bedeutet aber auch, ein Land wie die USA sind natürlich für so ein Liefermodell besonders prädestiniert, weil es dort weniger sozialversicherungspflichtige Jobs gibt, also verhältnismäßig zu allen Jobs in der Bevölkerung und halt sehr viele Leute, die immer mal wieder ein schnelles Einkommen brauchen. Wir können auch gleich mal ein paar Beispiele aus dem
Börsenbericht sehen. Und deswegen, glaube ich, tut man sich mit solchen Modellen in Europa grundsätzlich auch deutlich schwieriger. In den USA hat dann in DoorDash eine viel einfache Möglichkeit, das aufzubauen. Also ich glaube, das Thema Gini-Koeffizient, das wird uns noch in vielen weiteren Podcasts verfolgen. Da bitte ich quasi den regelmäßigen Hörer, da nochmal auch nachzuhören und nachzulesen. Das ist ganz wichtig, weil wir sehen immer mehr Modelle, bei denen es darauf ankommt, dass viele Menschen mit geringen Vergütungen wenigen Menschen mit hohen Einkommen helfen. Aber aus meiner Sicht, was DoorDash natürlich enorm hilft, wir haben einen Megatrend zum Essen außer Haus in Restaurants. Also es verschiebt sich ein ganz großer Teil unserer Esskultur durch die Art, wie wir leben, nach außen, also sozusagen in Restaurants. Und dieser Anteil der Restaurants, die dann liefern, also quasi die Bereitschaft, dass wir uns Essen ordern, die steigt auch enorm. Und da hat DoorDash ja in seinen Statistiken gezeigt, da reden wir über hunderte Milliarden Umsatz, die heute schon in den USA außer Haus geordert werden, von denen DoorDash gerade mal 16 Milliarden, ich glaube 2020 sollen so Richtung 16 Milliarden sein, bringt, also einen ganz kleinen Anteil hat. Also der Markt ist riesig, er wird auch größer. Und der Trend der Nachhausebestellungen führt dazu, dass es immer mehr Menschen gibt, die Dienste wie DoorDash nutzen. Und du hast es auch gerade schon beschrieben, für ein einzelnes Restaurant, noch nicht mal für eine Restaurantkette, macht es Sinn, so eine Art von Infrastruktur vorzuhalten. Wenn du eine Restaurantkette bist und in jeder Stadt irgendwie drei Restaurants hast, kannst du keine Lieferflotte vorhalten, die effizient bespielt werden kann. Also da sind so ganz viele Skaleneffekte in diesem Business drin und auch Netzwerkeffekte, die erstmal grundsätzlich eine positive Annahme stützen. Und das hat DoorDash auch aus meiner Sicht gut aufgezeigt. Es gibt hier im Börsenbericht sozusagen das DoorDash Flywheel. Und dadurch, dass wir ja, ich sag mal, aufgewachsen sind mit dem Amazon Flywheel, dem bekanntesten Flywheel wahrscheinlich hier im E-Commerce, da sehen wir auch mal so ganz grob die Effekte vereinbart. Also mehr Kunden führen zu mehr Orders führen zu einer höheren Effizienz und Auslastung. Eine höhere Effizienz und Auslastung führt dazu, dass mehr Dasher, also Leute, das dann liefern, und mehr Dasher führt zu einer besseren, höheren Delivery. Das ist die eine Seite des Flywheels. Auf der anderen Seite führen mehr Kunden zu mehr Merchants, also mehr Restaurants oder auch andere lieferfähige Dienste, kommen wir gleich noch dazu, binden sich bei DoorDash an. Dann mehr Restaurants führen zu mehr Auswahl führt zu einem besseren Consumer Engagement, wieder zu mehr Consumern. Also diese Trends, diese makroökonomischen Trends auf beiden Seiten, die führen natürlich dazu, dass erstmal die Grundperspektive für das Geschäftsmodell super positiv ist. Und wir reden auch gleich nochmal über den Wettbewerb und weitere Wachstumsmöglichkeiten. Aber diese Tendenz der Profitabilität pro Lieferung in den Unit Economics, die fand ich beeindruckend, muss ich sagen. Absolut. Also was da im Börsenbericht steht, ist schon, also ganz, ist jetzt nicht so, dass die massiv Geld drucken schon, aber der Trend ist ganz klar auf der DoorDash-Seite. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, und das ist ja schon beeindruckend, du hast ja gerade schon angesprochen, wenn du siehst, wie die sich halt auch entwickelt haben in den letzten 2 Jahren, auch relativ zur Konkurrenz oder 2,5 Jahren, ne? Es gibt ja auch diese eine Aufstellung in dem Börsenprospekt, dass sie wie im Januar 2017 17% Marktanteil hatten, und jetzt kalkulieren sie ihren Marktanteil bei 50. Da lassen sie vielleicht den einen oder anderen Wettbewerber weg, ne? So, aber egal, ob er jetzt 50 ist, ich glaube, das oder 30, die relevante Zahl ist ja für mich die Steigerung im Vergleich zu Konkurrenten jetzt wie Uber Eats, wie Grubhub, die ja schon deutlich länger unterwegs sind, oder auch zu Postmates, die ist natürlich schon Wahnsinn. Und die zeigt natürlich, dass sozusagen dieser Fokus auf hochwertige Restaurants, dass das wahrscheinlich schon aufgrund von diversen Aspekten eine gute Strategie sein mag, die natürlich jetzt auch durch Covid enorm noch Rückenwind bekommen hat. Aber du hast natürlich höhere Warenkörbe, die wiederum dann auch in der Lage sind, die Logistikkosten zu bezahlen, als jetzt irgendwie eine Pizza. Also insofern, das scheint schon in sich ein stimmiges Modell zu sein. Ja. Genau, und es gibt aus meiner Sicht gibt es auch, ich habe das hier mal vergrößert, ich habe hier mal parallel nochmal sozusagen im Prospekt rumgeblättert, es gibt so ein paar Aspekte, die ja noch gar nicht gehebelt sind. Hier auf Seite 100,
71 von 356 im Börsenprospekt sehen wir, dass sie einmal die Argumentation, warum nehmen Merchants da teil? Das macht für kleine Restaurants natürlich total Sinn, so einen Lieferservice anzubinden, wenn es in der Stadt verfügbar ist, damit man die Kunden dann auch erreichen kann, wenn man selber keine Pizzafahrer anstellen möchte. Was die eben aber noch machen, das fand ich super spannend, dass sie für Ketten wie Little Caesars, Chipotle und andere eine White-Label-Lösung erstellen. Also da gibt es quasi Kunden, die bestellen nicht über die DoorDash-App, sondern über die Little Caesars-App. Und im Hintergrund läuft aber DoorDash und auch die Infrastruktur von denen. Ob das dann eigene Dasher sind, die mit der Little Caesars-Mütze kommen, das weiß ich nicht. Soweit habe ich da noch nicht, bin ich noch nicht durchgedrungen. Aber dass sie da in der Lage sind, also das haben wir bei anderen größeren E-Commerce-Modellen auch gesehen, die dann anfangen, für Marken Dienstleistungen zu erstellen, das finde ich schon wegweisend, also dass sie da auch als Partner von den Restaurants wahrgenommen. Und macht ja auch total Sinn, ne? Ich meine, solange du deine Liefervergütung kriegst, ist es eigentlich auch egal, ne? Klar ist es natürlich schön, wenn du direkt von den Bestellungen profitierst über die DoorDash-App, aber ich meine, das Kritische, dass dieses Modell funktioniert, ist ja eine ausreichende Anzahl von Stops. Also sozusagen eine ausreichende Anzahl von Stops beim Endkunden oder Delivery-Ausfahrten pro Stunde. Das ist ja letztendlich der entscheidende Punkt. Und wenn dir das gelingt, dann wird das Modell insgesamt aufgeben. Insofern ist alles, was zur Lieferfrequenz beiträgt, macht Sinn. Ja. Genau. Okay. Gibt es aus deiner Sicht irgendwo eine natürliche Grenze? Also du hast gerade gesagt, sozialversicherungspflichtige Anstellung der Mitarbeiter könnte dazu führen, dass das eben nicht mehr so geht. Also ich schalte mal ganz kurz hier in das Börsen- oder einfach generell, ob es jetzt sozialversicherungspflichtig ist, oder einfach generell einen Druck darauf, diese Menschen besser zu bezahlen. Ne? Genau. Wie auch, oder dass diese Menschen, die das machen, teurer werden. Ja? Mhm. Also letztendlich den Effekten des Gini-Koeffizienten entgegenzuwirken. Ja? Weil das ist ja eigentlich nichts anderes, sozusagen. Und je stärker dieser Druck wird, desto weniger funktioniert natürlich so ein Modell. Mhm. Es sei denn, ne, und das ist natürlich etwas, da ist auch im Börsenprospekt, wird davon gesprochen, aber da ist natürlich noch unklar, wie das jetzt genau funktionieren wird. Man ist halt in der Lage, die Auslieferung partiell oder vollständig zu elektrifizieren. Ja? Hm. So, also durch Drohnen und automatisierte Auslieferungen und so weiter. Das würde natürlich diesen ganzen Komplex nochmal ein Stück weit weniger relevant werden lassen. Aber das ist natürlich kurzfristig zumindest jetzt nicht die Lösung. Sondern da brauchst du den hohen Gini-Koeffizienten, damit Menschen das für relativ wenig Geld machen. Genau, also im Prospekt wird interessanterweise darauf hingewiesen, dass das immer Menschen sind, die machen das mal so zwischendurch. Ja, sozusagen jemand besucht seine kranke Mutter in Connecticut und zwischendurch dasht er so ein bisschen. Hier verdient sich jemand Geld, um dort einen Unikurs zu finanzieren. Also anders als die Abhängigkeit als Überfahrer, wo man den ganzen Tag nichts anderes macht, wird das hier ein bisschen anders dargestellt. Ich glaube, das ist geschönt. Ich bin mir nicht ganz sicher, Auf der Scale, also da brauchst du ja voll, also ja, das geht sich. Ich glaube, wir reden über eine Million Dasher oder waren es 1 Million Merchants? Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Nee, Million Dasher. Also sozusagen ist 1 Million Menschen, die hin und wieder mal einen Euro zuverdient in den USA mit diesem Business. Das ist natürlich schon ganz spannend. Du hast gerade gesagt, das funktioniert wahrscheinlich in Städten wie London, Paris und Co., was bei denen ja auch klar wird im Börsenbericht ist, die wachsen ja erfolgreicher in diesen mittelgroßen Städten. Also die Kiels dieser Welt sind für die viel attraktiver als die Hamburgs dieser Welt, weil da gibt es nicht so viel Wettbewerb und die sind anders surft. Also da gibt es so einen Lieferdienst nicht. Und das kann ich bestätigen, dass das so ist. Spannender Gedanke, ne? Ich meine, du sagst, du brauchst eigentlich eine kritische Masse anstatt, dass das Sinn macht. Aber in dem Moment, wenn du die überschreitest, ist es eigentlich ja egal, sozusagen wie die Shop und wenn du dann weniger Konkurrenz hast, macht das schon Sinn. Ja. Ja. Würdest du als Restaurantbesitzer in den USA, würdest du dich DoorDash anschließen? Würdest du sagen, komm, ich mache jetzt hier mein Restaurant auf, Floß sozusagen, Pizzarampe, schöne Atmosphäre im Restaurant. Würdest du versuchen, noch DoorDash-Kunden zu bedienen? Ja, absolut. Also wenn ich jetzt in der Lage wäre, das küchenkapazitätsmäßig zu gewährleisten, ne, ich glaube, das macht schon sehr viel Sinn. Ja, also ich meine, an Marketingkosten, ich habe eine begrenzte Kapazität sonst von Plätzen, die ja nur zu Peakzeiten genutzt werden. Wenn ich dann in der Lage bin, zu anderen Zeiten vielleicht
irgendwie Lieferessen auszuliefern. Why not? Also ich glaube, das trägt sicherlich schon dazu bei. Ich habe ja auch als Restaurant relativ hohe Fixkosten mit Miete, ne? Der andere große Block sind Personalkosten, da kann man sich jetzt drüber streiten, sozusagen, weil die ja dann variabel dann auch in den Zeiten hauptsächlich anfallen, wo mein Restaurant auch offen ist, sozusagen, also, oder eine hohe Benutzerfrequenz hat. Aber meine Fixkostenblöcke, die kann ich natürlich besser sozusagen über mehr Umsatz verteilen, wenn ich sowas mitnutze. Und ich bin natürlich deutlich resilienter, ne, wenn es nochmal zu irgendwelchen Covid und sonst irgendwelchen Lockdowns kommt. Ja. Also ich meine, das hat es ja auch nochmal gezeigt, dass die Fähigkeit, schnell auf ein Liefermodell umzustellen und damit eine gewisse Erfahrung zu haben, wie auch Gerichte sozusagen der Art und Weise noch vernünftig ankommen, das kann schon überlebenswichtig sein. Ne? Weil wer sagt uns, dass Covid jetzt 19 die letzte Pandemie war, die es so gegeben hat. Ja. Ja, also da sind auf jeden Fall, ich hätte noch einige Punkte, die wir hier zu DoorDash besprechen können. Wenn ich das mal zusammenfasse, sieht das Fazit ganz anders aus als bei Wish. Also grundsätzlich Skalen- und Netzwerkeffekte in diesem Business sind schon Marktführer in den USA. Ich sehe jetzt wenig Anlass, Angst zu haben, dass die jetzt sofort das ganze Business in Europa übernehmen. Das ist schon ein sehr lokales Business, sehr lokale Kunden, sehr treue Kunden, also sozusagen sehr hohe Loyalität. Damit steigt natürlich auch die Wertschöpfung über die Zeit, weil die Kunden dann auch da drin bleiben. Sehr viel Potenziale links und rechts noch weitere Service zu enablen, also für Restaurants, irgendwie die Abrechnungssoftware, das Ganze als White Label anzubieten und generell auch der Trend zur Außerhausbestellung. Ich glaube, da wird auch Covid sicherlich ein Stückchen weit nach Covid bleiben. Da wird es vielleicht einen Dip geben, aber der Makrotrend ist groß genug und stark genug, auch um da auch einen DoorDash zu tragen. Wäre das ein Unternehmen, was auch anfangen kann, so über Eats und Co. zu kaufen, oder macht das aus deiner Sicht keinen Sinn? Lieber dann die erdrücken im Markt durch bessere Konditionen? Ja, ich glaube, Uber muss ich ja schon fragen. Also ich glaube, für Uber macht es ja schon Sinn, quasi das Uber Eats Geschäft nebenher zu betreiben, also einfach als Extension zu ihrem bestehenden Business, weil sie damit natürlich einfach die Fahrer besser auslasten können oder sozusagen denen mehr Business geben, je nachdem, welche Perspektive man da hat. Also insofern glaube ich, die werden das auf jeden Fall einfach mitmachen. Das würde mich jetzt wundern. Und ich meine, wenn die Entwicklung sich so weiter vollzieht, muss man sich schon fragen, ob es Sinn machen würde, da Dinge zu kaufen oder ob die einfach nicht ihren Ansatz organisch weiter durchführen, weil das Wachstum ist ja beeindruckend, also deutlich schneller als alle anderen im Markt und deutlich schneller als ein Grubhub und so weiter, die sich ja offenbar da auch nicht so wahnsinnig gegen wehren können. Die Kapitaleffizienz ist gut, ne? Also die generieren ja wirklich enormes Wachstum. Ja, mit Investments, aber ist jetzt echt nicht crazy. Man sieht schon jetzt eine Skalierbarkeit, auch sozusagen, was jetzt Fixkostendegression und so weiter. Insofern wüsste ich jetzt nicht, warum die oder wen die da kaufen wollen würden, ehrlicherweise. Ja. Also was anderes ist jetzt, wenn sie sicherlich in andere Märkte reingehen würden, ne? Also in andere lokale Märkte, weil man hat ja schon diesen Food-Bereich. Das hat man auch bei Delivery Hero versus Takeaway versus Just Eat gesehen, die sich dann die Märkte da untereinander aufteilen, weil es eben schon klar ist, dass man da eigentlich nur als Nummer eins in dem jeweiligen Markt wirklich gutes Geld verdienen kann oder gute Grossmargen erstmal und sonst sich sehr schwer tut. Also was anderes ist, glaube ich, mit einer regionalen Expansion. Ne? Dann macht sicherlich Sinn, da wahrscheinlich was zu kaufen. Wobei, man sieht ja in den USA, ist schon irre, dass sie sich gegen die bestehenden Player, also Postmates und hier Grubhub sind ja keine schlechten Firmen, die auch sehr, sehr gut kapitalisiert sind, dass die in der Lage sind, sich da so durchzusetzen. Muss mal gucken, wie das ohne Covid gewesen wäre, aber es ist schon beeindruckend. Aber sonst hätte ich gesagt, wenn man was dazu kauft, dann eher regional. Okay, also da jetzt nicht so der klassische Übernehmer-Kandidat. Was mich hier nochmal zum Abschluss interessieren würde, ist natürlich so ein bisschen Feedback aus der Community, die hier zuhört. Wir konnten leider nicht alle Kommentare parallel lesen, also auf jeden Fall nicht die bei LinkedIn eingekommen sind. Gibt es denn viele? Ja, es gab ein paar Kommentare. Also Pip hat hier alle Fragen zum Glore abgewickelt, hier parallel bei Twitch. Julia Bayer grüßt von LinkedIn. Ich weiß nicht, aus welchem LinkedIn-Kanal, aber sie grüßt und sagt, bei Volt kann man über das Trinkgeld
transparent ausgewiesen. Das findet sie sehr gut. Kann ich und bestätigen. Im Project A LinkedIn-Kanal gab es auch ein paar Kommentare, da auch ein paar Fragen zu Shine. Vielleicht nehmen wir das beim nächsten Mal tatsächlich noch mit als Frage, wie man, ob das da Sinn macht, zu investieren, ob das eine viel bessere Alternative ist eigentlich zu Bush. Also müssen wir uns aber noch ein bisschen anstrengen. Da gibt es noch nicht so viel Daten, glaube ich, drüber. Wir sind ja mal angewiesen auf die Börsen. Auf die Börsenprospekte. Also wir brauchen ein bisschen Feedback aus der Community, ob sich das wirklich lohnt, das hier live zu gucken oder ob wir, wenn wir den Podcast aufnehmen, dann betrinken wir uns natürlich ja noch parallel, da hören uns ja die Leute zu, dann gucken sie nicht so viel. Da wäre ein kleines Feedback. Du betrinkst dich, ich betrink mich eigentlich. Ja, das kommt noch. Wir gucken mal, was dir noch schmeckt. Und dadurch, dass wir schon wieder über eine Stunde sind, bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Es geht vielleicht live weiter. In der nächsten Ausgabe vor Weihnachten schaffen wir wahrscheinlich keine mehr. Da müssen wir in den Januar schon gehen und da fängt ja dann auch Spryker TV an. Also wir machen dann sozusagen jede Woche eine On-Air-Sendung mit Kunden und Cases. Wird es dann sicherlich auch bei LinkedIn und Twitch geben. In diesem Sinne wurde auch noch, bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Nächstes Mal gibt es auch dann Weihnachtsdeko oder Deko von den übrig gebliebenen Böllern. Ach nee, Böllern darf man ja nicht mehr. Ne? Naja, da wird uns schon irgendwas einfallen. Ich muss natürlich auch ein bisschen üben, wie man diese ganzen Live-Tools hier parallel bedient. Ich habe hier quasi ganz viele Bildschirme, schon 4 Stück, aber bis ich mal verstanden habe, wo was ist, da muss man sich so konzentrieren. So sieht das hier bei mir am Ende des Tages aus, wenn man ein bisschen mehr sehen will. Also ich gucke auf ganz viele Bildschirme. Und wir haben hier eine 1 in den Chat bekommen, ja, für Deko. Bedeutet in der Twitch-Sprache, dass das gerne gesehen wird, wenn wir unsere Räume ein bisschen besser dekorieren wird. Das ist, glaube ich, hier Knossi, das ist, glaube ich, die einzelnen Chat. Die anderen Sachen muss ich noch mal ein bisschen lernen. Also Florian, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich gucke mal, dass ich hier den Twitch-Stream gleich beenden kann oder generell diese ganzen Streams. Wir laden das natürlich dann noch hoch auf in den Podcast bei Kassenzone, sodass die alle Familie hatten und abends keine Zeit haben, live bei Twitch und LinkedIn zu schauen, dass sie das auch noch mal hören können. Und nächstes Mal geht es weiter mit spannenden Analysen rund um das Thema E-Commerce. Und vielleicht fällt uns noch was anderes ein, was wir im Live-Format machen können. Heute war es ja so eine Art Technik-Check. Wie hat es dir denn gefallen, Florian, das live zu machen? Gut, für mich war ja kein riesen Unterschied, ehrlicherweise, weil die technische Administration lag ja an deinen mehr oder weniger bewährten Händen. Also insofern, ich habe ja einfach nur das gemacht, was ich normalerweise auch mache. Insofern muss man sagen, ich fand's gut. Wir müssen natürlich nochmal so einen Weg finden, vielleicht, wie wir etwas besser jetzt auf die Kommentare eingehen oder überhaupt auf die Kommentare eingehen. Das wäre sicherlich ganz, ganz gut. Wir können ja zum Beispiel dann irgendwie Pips Glore-Fragen uns beim nächsten Mal irgendwie vornehmen. Ja. Also da müssen wir sicherlich nochmal so ein bisschen daran arbeiten, wie wir das Ganze dann wirklich interaktiv machen. Aber ansonsten fand ich es natürlich immer ein Traum mit dir. Pip hat auch nochmal hier im Chat den Link zum Gini-Koeffizienten. Also das finde ich ist für jeden interessierten E-Commerce-Zuhörer, das ist eine Pflichtlektüre, den zu verstehen. Ja, und damit wir da auch mal ein bisschen tiefer einsteigen können beim nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. So, wie mache ich das denn jetzt hier aus? Muss ich jetzt nochmal. So. Du musst, glaube ich, auf Restream irgendwie. Ja, das kriege ich schon hin. Die Leute wollen sich jetzt hier nur beömmeln, aber das kriege ich schon hin. Moment, hier. Reichstuhl, ja. So, toggle off. Disable all. So.